Einen wunderschönen Moment an alle, die zusehen, an alle, die es nachhören und an alle, die mit mir jetzt einfach in der Verbindung sind. Wenn ich ein Video mache, dann ist es meine Intention, in die Verbindung zu gehen mit jenen Menschen, die einfach mit mir in Verbindung gehen möchten. Und im Grunde genommen ist es eine Verbindung herstellen zwischen zwei Menschen oder zwischen einem Menschenfeld, wo wir einfach eine ähnliche Schwingung aufbauen und in dieser ähnlichen Schwingung uns unterhalten. Und heute möchte ich einfach mit dir teilen, wie sehr ich es genieße, geführt zu sein und wie sich mein Leben verändert hat, seitdem ich meinem Geführtwerden vollkommen vertraue. Das hat angefangen vor 10 Jahren, wo ich immer wieder diese Bestätigung bekommen habe, dass ich so vertrauen darf. Und dass ich so meiner inneren göttlichen Instanz die Führung übergeben darf, weil ich immer zur richtigen Zeit bin, immer mit den richtigen Menschen in Kontakt war und auch immer spürte, wenn es vorbei ist oder wenn ich einen neuen Weg gehen darf. Und das braucht Vertrauen und ich habe viele Jahre nicht das Vertrauen in mich gehabt. Ich war viele Jahre nicht geerdet, wollte mich auch nicht erden, wollte auch nicht hier auf dieser Erde sein. Doch jetzt kann ich sagen, dass ich angekommen bin. Und dann ist dieses Urvertrauen das Geschenk für meine Entscheidung, dass ich mir erlaubt habe, hier in diesem meinem Körper anzukommen, da zu sein, um meine Lebensaufgabe zu leben. Und seitdem bekomme ich immer wieder Bestätigungen, wie schön das Leben ist, wenn wir uns erlauben, geführt zu werden. Und ich hatte gestern auch wieder so eine schöne Erfahrung und ich bin da wirklich wie so ein freudiges Kind. Ich könnte da die Welt umarmen, ich könnte da so viel Liebe verströmen, weil ich so unendliche Dankbarkeit spüre, die mich so in die unendliche Leichtigkeit bringt und auch in die Bestätigung, das, was ich tun brauche, ist nur mich führen zu lassen. Und das heißt nicht, dass alles reibungslos geht, dass alles leicht geht. Es heißt einfach, dieses Urvertrauen zu bekommen, diese Bestätigung zu bekommen, dass ich immer die richtigen Menschen anrufe, dass ich immer zur richtigen Zeit bei den richtigen Orten bin, dass ich immer das höre, was für mich wichtig ist, dass ich das lerne, was ich für mich brauche. Und auch das merke ich bei den Kindern. Ich habe auch das Vertrauen, dass die Kinder hundertprozentig geführt sind, dass sie hundertprozentig ihr eigenes Leben leben können und dass sie alles in sich tragen und haben, was sie dafür brauchen. Und gestern hatte ich eben mit meinem Sohn wieder so eine schöne Erfahrung, wo ich auch erfahren habe, dass ich auch der Zeit vertraue. Weil ich habe einen Kontakt bekommen von einer ganz lieben Freundin, den habe ich schon länger. Und immer wieder habe ich mich mit diesem Kontakt verbunden. Doch gestern war dieser Zeitpunkt da, um mit dieser Person Kontakt aufzunehmen. Das war genau der richtige Zeitpunkt, weil ich habe gelernt, der Zeit zu vertrauen, weil gewisse Dinge energetisch erst zusammenspielen dürfen, bis sie dann bereit sind, in die Begegnung zu gehen auf physischer Ebene. Energetisch war ich schon lange mit dieser Person im Kontakt. Und die hat wirklich in dieser Verbindung mir noch einmal das bestätigt, was mein Sohn ausgedrückt hat. Und das war einfach so ein schönes Spiel, ein Zusammenspiel von Synchronizitäten und ein Zusammenspiel von Bestätigung, dass wir unendlich geführt sind. Und deshalb weiß ich, und das möchte ich dir heute mitgeben, dass nichts im Leben umsonst ist. Dass wir uns auch die Frage oder beziehungsweise diesen Glauben sparen können und dürfen, ach, das hätte ich vielleicht anders machen müssen oder wenn ich da so entschieden hätte, wäre es heute vielleicht anders. Das ist nicht so und das bringt uns auch nichts, weil wir werden niemals wissen, wie es anders gewesen wäre, weil die Zeit schon vorbei ist. Und deshalb habe ich so Frieden für mich finden können, weil ich weiß, dass alles seine Richtigkeit hat, dass ich hundertprozentig vertrauen darf und dass die Führung des Lebens
der Aspekt ist, der mich in den Frieden gebracht hat und in das Urvertrauen. Und im Urvertrauen sein bedeutet, dass ich mich dem Leben hingebe, dass ich nicht mehr rebelliere gegen das, was ist, weil nur ich entscheide, ob ich es als gut oder schlecht einteile, weil nur ich entscheide, wie ich damit umgehe, was ich damit mache, weil nur ich wählen kann und darf, wie ich diese Situation annehme. Und ich habe auch gelernt, natürlich auch durch das viele jahrelange und stetige tägliche Arbeit mit der geistigen Welt, dass alles seine Ordnung hat, dass alles seine Berechtigung hat, dass es nicht mehr nach Ursachen suchen geht, sondern dass es um das Wie finden geht. Wie kann ich mein Leben so leben, dass ich meine Aufgabe erfülle? Und wir Menschen, das ist ein Grundbedürfnis, wollen Aufgaben erfüllen. Wir wollen einen Beitrag leisten für diese Erde. Wir wollen dem Leben einen Sinn geben. Wir wollen uns einen Sinn geben. Und deshalb möchte ich dich so sehr animieren, gib dich deiner Führung hin. Und wenn du dich fragst, wie soll ich das tun? Ja, verbinde dich mit der geistigen Welt, verbinde dich mit deiner göttlichen Instanz und die Menschen, die vielleicht mit mir schon länger unterwegs sind und mit der geistigen Welt arbeiten, ob sie in Ausbildungen sind, in Seminaren, in Einzelsitzungen, die bekommen dieses Gespür dafür, geführt zu sein. Die bekommen diese Bestätigung. Das ist so, wie wenn wir am Ende des Monats einen Lohnstreifen bekommen und an diesem Lohnstreifen steht alles schön aufgelistet drauf, wo wir wirklich geführt waren, was diese Führung an Lohn gebracht hat, an Erfüllung gebracht hat, an Leichtigkeit gebracht hat, an Frieden, an Segen. Denn wenn ich geführt bin, dann habe ich diesen Stress nicht mehr. Ich habe keinen Stress mehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt sofort tun oder ich habe dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich ausgeliefert bin. Das kenne ich natürlich zu gut aus der Vergangenheit. Doch jetzt merke ich, dass das Leben in mir gewachsen ist, dass ich mit dem Leben gewachsen bin, dass ich ein totales Mitgefühl habe für all diejenigen, die sagen, ich spüre es im Moment nicht, weil ich weiß, wie das ist, es nicht zu spüren. Doch ich weiß jetzt auch, wie es ist, sich geführt zu fühlen. Und ich weiß, wie die Freude sich so gut anfühlt, wenn dieses dann da ist. Und deshalb dürfen wir Stress auch in diesem Bereich reduzieren. Und ich habe das auch in meinem Corona-Buch geschrieben. Von der Schnelligkeit in die Langsamkeit. Auch da spiele ich mit diesen Gedanken. Vielleicht möchtest du es lesen, weil auch darin ganz viele Tipps und Hinweise sind für diesen Bereich. Und ansonsten komm in einen meiner Kurse, komm in ein Seminar oder buch dir eine Einzelsitzung. Schau oder geh zu jemand anderen, egal wohin du gehst, egal was du tust. Aber dass du dieses Gefühl wieder zurückbekommst, geführt zu werden. Dass du das Gefühl wieder zurückbekommst, von einer göttlichen Instanz an der Hand genommen zu werden. Und darüber in dieses unsagbare Feld aller Möglichkeiten einzusteigen, in der Anderswelt. Das war so schön bei der Feenmedizin, führten uns die Elben zu dem Baum aller Möglichkeiten. Und wir haben dann diesen Samen hineingelegt, den wir in der irdischen Welt nicht als möglich halten. Und da ist ein Ast der Möglichkeit gewachsen. Und der darf doch jetzt reifen. Und dann ist es die Kunst, und das meinen Sie mit diesem Loslassen, wenn Sie von Manifestationen sprechen. Loslassen können wir nur, wenn wir vertrauen. Wenn wir festhalten, haben wir kein Vertrauen, da haben wir Angst. Und wenn wir loslassen, dann können wir in diesem Vertrauen schwelgen und wissen auch, dass es genau zu dieser Zeit zurückkommt. Wenn ich dafür bereit bin, wenn sich die verschiedenen Schwingungsstränge synchronisiert und verbunden haben und wenn es bereit ist, physisch gelebt zu werden. Ja, und deshalb ist dieses Video an alle Menschen gerichtet, die wirklich dieser Führung wieder sich annehmen möchten.
Und die Intention ist unser größtes oder eines der größten Geschenke, die wir mitbekommen haben für dieses Leben. Und das heißt, Intuition ist im Grunde genommen der Teil, der Funken meiner Seele, die durch mich spricht. Das sind die Geistesblitze und wir wissen, wie kraftvoll ein Blitz ist, wie beeindruckend ein Blitz ist. Und so ist auch unsere Intention. Ja, und wenn du mir bis zum Schluss zugehört hast, dann hast du das jetzt auch noch mitbekommen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mit mir gehst, dass du mir zuhörst. Ich danke dir, wenn du es weiterleitest. Ich danke dir, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir auf Social Media folgst, weil ich wachsen möchte. Und ich glaube, auch du möchtest wachsen, weil auch wachsen ist eines unserer Grundbedürfnisse. So, jetzt widme ich mich meinen Channelings und den Klienten. Freue mich darauf, bereise wieder die geistige Welt und hol mir immer wieder ein Stück mehr Vertrauen ins Leben. Und das teile ich mit dir. Alles Liebe!